Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. You have a lawyer? No, sir, I don't. I'm just a patsy. Willkommen zu einer neuen Episode von Die Wildnis der Spiegel, meinem konspirativen Podcast über die Ermordung des 35. amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Dallas, Texas am 22. November 1963. Wir befinden uns noch immer in einer eher vorbereitenden Phase dieses Projekts, wo ich in zwei Episoden lang versuche, den Vorgang in seiner offiziellen Version darzustellen. So wie dieser von Präsident Lyndon B. Johnson einberufenen Warren-Kommission in ihrem Abschlussbericht postuliert wurde. Und ich gebe zu, dass es mich etwas Mühe kostet, diese offizielle Version unwidersprochen zu präsentieren, da sie im Detail sehr löchrig ist. Aber ich halte es dennoch für richtig, erstmal genau darzustellen, wie allgemein angenommen wird, dass sich die Ereignisse abgespielt haben. Die Frage, wer denn eigentlich Lee Harvey Oswald war, stelle ich hier fast nur rhetorisch. Damit meine ich, dass wir in der Zukunft noch ganze Episoden nur damit aufwenden werden, herauszufinden, wer diese rätselhafte Sphinx Lee Harvey Oswald eigentlich war. Da ist ein Detailreichtum, den die offizielle Version gerne vernachlässigt, da im Bericht der Warren-Kommission die Idee vorherrscht, dass Lee Harvey Oswald ein verrückter, größenwahnsinniger Spinner war, dem es mit Glück und Bosheit gelang, den Präsidenten der USA zu erschießen. Bei diesem Narrativ bemüht man sich dann, die Erzählung so wenig wie möglich mit widersprüchlichen Details zu verwässern. Lee Harvey Oswald war ein ehemaliger Marine, der die Armee verließ, um auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in die Sowjetunion zu emigrieren. Er gab seinen amerikanischen Pass auf und übersiedelte nach Russland, um schließlich im weißrussischen Minsk zu leben und zu arbeiten. Dort lernte er Marina kennen, die er schon bald heiratete und mit ihr das erste Kind hatte. Doch etwas später beantragte das Ehepaar Oswald eine Rückkehr in die USA. Lee Harvey Oswald wollte zurück nach Texas in seine Heimat. Die amerikanischen Behörden stellen ihm relativ schnell einen neuen Pass aus und die noch recht frische Familie zieht nach Fort Worth, wo Lee Harvey Oswald bei seinem Bruder Robert lebt. Doch nachdem Oswald einen Job in einem Fotolabor in Dallas findet, zieht er allein nach Dallas um, wo er erstmal in diversen Pensionen wohnt und nach einer Bleibe für die ganze Familie sucht. Das war im Herbst 1962. Am 3. Oktober ziehen die Oswalds dann in eine relativ kleine Wohnung in der 605 Elsbeth Street, Dallas, doch es ist nur vorübergehend. Ein Problem gesellt sich dazu. Lee und Marina haben längst begonnen, sich auseinanderzuleben und führen eine recht durchwachsene und durchsichtige Ehe. Lee Harvey Oswald soll Marina gegenüber gewalttätig gewesen sein. Die Rede ist von einem blauen Auge, das ihrem Bekanntenkreis nicht verborgen bleibt. Einige raten Marina, Lee schleunigst zu verlassen. Doch sie ist eine russische Emigrantin mit schlechten Englischkenntnissen und sie hat berechtigte Angst, dass sie zurück in die Sowjetunion abgeschoben wird. Also raufen sich die Oswalds immer wieder zusammen. Am 3. März des nächsten Jahres ziehen Lee und Marina mit ihrem Kind wieder um, diesmal in ein kleines Häuschen nur einige Straßen weiter, in der 214 West Neely Street. Außerdem ist ein zweites Kind unterwegs. Nur 9 Tage später, am 12. März 1963, bestellt Lee Harvey Oswald über eine Anzeige in einer Zeitschrift ein Gewehr. Es ist das italienische Mannlicher Carcano-Gewehr, vermutlich das billigste Gerät, das er über den Versand Klein Sporting Goods in Chicago überhaupt ordern kann. Es kostet ihn inklusive eines eher schrottigen Zielfernrohrs $20 inklusive Portokosten. Oswald benutzt bei der Bestellung den falschen Namen Alec Hiddell. Mit diesem Gewehr und einem Revolver an der Hüfte posiert Lee Harvey Oswald später dann vor der Veranda des Hauses in der West Neely Street für jene berühmten Fotos, die eines Tages um die Welt gehen werden. Marina ist am Fotoapparat.
Wenige Wochen später scheint es Oswald in den Fingern zu jucken und so schleicht er sich mit dem Gewehr nachts an das Anwesen von General Walker heran und feuert einen Schuss in dessen Wohnzimmer ab, ohne etwas zu treffen, außer Fensterrahmen und Wand. Doch der Täter wird nicht ermittelt. Dass dies Oswald gewesen sein soll, wird erst nach seinem Tode an die Öffentlichkeit kommen, unter recht fragwürdigen Umständen. All diese Ereignisse werden später das Psychogramm des einsamen Schützen formen. Die eheliche Gewalt, die Fotos mit dem Gewehr, die Schüsse auf den General. Lee Harvey Oswald zieht danach für einige Monate nach New Orleans und versucht, seine Familie nachzuholen, was nur begrenzt funktioniert. Seine wenigen Monate in New Orleans füllen heute ganze Bücher, doch an dieser Stelle überspringe ich das Louisiana-Kapitel, wir werden uns damit später hinreichend beschäftigen. Seine Frau Marina, inzwischen hochschwanger, und die zweijährige Tochter June wohnen seit September 1963 in Irving, einem Vorort von Dallas, bei einer Freundin namens Ruth Payne. Die Oswalds haben Ruth Payne im Februar 1963 auf einer Party des russischstämmigen Unternehmers George de Morenschild kennengelernt. Ruth Payne spricht fließend Russisch, ist eine Quäkerin, Lehrerin und beklagt sich darüber, dass sie in Dallas wenig Gelegenheit hat, die russische Sprache zu üben. Da sie sich gerade von ihrem Mann Michael getrennt hatte, lädt sie Marina ein, bei ihr einzuziehen. Oswald kehrt am 3. Oktober 1963 aus New Orleans zurück und bewirbt sich bei einer Druckerei um Arbeit, wird aber abgelehnt, da das Fotolabor vom Vorjahr sich weigert, ihm ein positives Zeugnis auszustellen. Oswald mietet sich ein winziges, möbliertes Zimmerchen in Dallas, während er die Wochenenden in Irving bei Marina und Ruth Payne verbringt. Er wendet sich mit seinem Jobproblem an Ruth Payne. Am 14. Oktober plaudert Ruth Payne mit ihrer Nachbarin Linnie Mae Randall darüber, dass Lee Arbeit in der Stadt sucht. Linnie Mae Randall lebt mit ihrem Bruder zusammen, der Buell Wesley Frazier heißt. Dieser erzählt, er hätte mitbekommen, dass in seiner Arbeit in der Texas Schoolbook Depository weitere Mitarbeiter gesucht werden. Ruth Payne rief dort noch am selben Tag an und hatte sogleich Roy Truly, den Gebäudemanager, am Telefon. An diesem Punkt würde ich empfehlen, sich langsam all diese Namen zu merken, denn sie alle werden noch von ungeheuerlicher Wichtigkeit für unsere Nachforschungen hier sein. Am 20. Oktober wurde Oswalds zweite Tochter Audrey geboren. Und das Bewerbungsgespräch bei Roy Truly erwies sich als ein Erfolg. Denn ab dem 16. Oktober war Lee Harvey Oswald im Texas Schoolbook Depository angestellt. Für $1,25 pro Stunde. Sein Job war die Abwicklung von Bestellungen. Der Versand war eng an die Firma Scott Forsman & Company gekoppelt, einem Verlag für Schulbücher, der im Gebäude auch ein ganzes Stockwerk gemietet hat. Von hier bestellten Schulen aus dem ganzen Bundesstaat ihre Schulbücher. Lee Harvey Oswald war einer von Dutzenden Angestellten, die sogenannte Fulfiller waren. Er nahm Bestellungen entgegen, stellte sie im Warenlager auf dem 5. und 6. Stockwerk zusammen, verpackte sie und machte sie versandbereit. Übrigens, und das nur am Rande, damit ich es nicht unnötig oft wiederholen muss. Wenn wir in diesem Podcast von Stockwerken sprechen, meine ich immer das amerikanische System. Das bedeutet, dort wird nie das Erdgeschoss gezählt. Das, was wir als Erdgeschoss bezeichnen, ist in Amerika die erste Etage. Das, was wir als erste Etage bezeichnen, ist dort bereits die zweite Etage und so weiter. Somit, wenn ich Stockwerke benenne, es sind immer amerikanische Stockwerke gemeint. Das ist also nur ein Monat vor dem Anschlag auf John F. Kennedy. Oswald lebt weiterhin in seinem Zimmerchen in Untermiete bei Gladys Johnson in 1026 North Beckley Avenue in Oak Cliff. Interessanterweise unter dem Decknamen O.H. Lee oder O.H. Lee. Er zahlt dort $8 Untermiete wöchentlich. Hier verbringt Oswald seine Abende von Montag bis Donnerstag. Am Freitag fährt Oswald, der keinen Führerschein hat, immer mit Buell Wesley Frazier mit und bleibt dann bis Montagmorgen in dem Haus von Ruth Payne bei Marina und den beiden Kindern. Hier von einer zu extremen Regelmäßigkeit zu sprechen, wäre ein wenig absurd, da es nur 4 Wochen und somit 4 Wochenenden bis zum Anschlag sind und dieser Ablauf höchstens 4-mal praktiziert wird.
Unmittelbar vor dem Besuch der Kennedys in Dallas bricht Lee Harvey Oswald aber mit der Routine und fährt mit Bill Wesley Frazier bereits am Donnerstag zu Marina mit. Er begründet dies damit, dass er bei Marina Gardinenstangen abholen muss, die er zu Hause braucht. Am Freitag, anstelle des üblichen Montags, fährt er dann morgens mit Bill Wesley Frazier nach Dallas mit, um in die Arbeit im Texas Schoolbook Depository zu gehen. Lee Harvey Oswald hat ein längliches Paket dabei. So schildert es Wesley Frazier und berichtet auch, dass er Oswald zu der Papiertüte auf dem Rücksitz befragt hat und dieser ihm gesagt hatte, habe ich dir doch gestern erzählt, ich brauche zu Hause ein paar Gardinenstangen. Die Warren-Kommission schlussfolgerte, dass dies die Art war, wie Lee Harvey Oswald das bis dahin in der Garage von Ruth Payne versteckte Gewehr ins Gebäude des Buchversands gebracht hatte. In der Arbeit war es üblich, dass Lee Harvey Oswald sich den ganzen Tag zwischen den Stockwerken bewegte und Bestellungen abarbeitete. So hätte er genug Zeit gehabt, das auseinandergeschraubte Gewehr in der sechsten Etage zusammenzubauen. Die Ankunft der Autokolonne mit dem Präsidenten wurde bereits in der ganzen Stadt erwartet. Auch in der Texas Schoolbook Depository herrschte diesbezüglich eine gewisse Unruhe. Einige Mitarbeiter drängten sich vor dem Eingang und einige verbrachten ihre Mittagspause mit Sandwich in der Hand direkt am Fenster, um die durchfahrende Karawane aus Limousinen zu beobachten. Aber natürlich, um JFK und Jackie zu sehen. Für Lee Harvey Oswald war dies ein günstiger Umstand. Er konnte sich ungestört auf die sechste Etage begeben. Dort am östlichsten Fenster drapierte er einige Kartons mit Schulbüchern, um einen besseren Stand zu haben. Ab da hieß es zu warten und Nerven zu bewahren. Bald schon tauchte das Pilotauto der Autokolonne auf, gefolgt von dem Secret Service Wagen und dahinter die graublaue offene Limousine mit John F. Kennedy, Jackie Kennedy und dem Connolly-Ehepaar an Bord. Oswald wählte nicht den frontalen Schusswinkel, während das Auto auf Houston Street sozusagen auf sein Fenster zufuhr, sondern wartete erst die enge Kurve auf die Elm Street ab. Hier verlor er die Limousine allerdings für einige Sekunden aus den Augen, da aus diesem Fenster heraus die Sicht auf die Straße durch eine robuste Eiche unterbrochen ist, die bis heute dasteht. Doch als die Limousine Augenblicke später wieder in Sicht kam, diesmal von hinten, feuerte Lee Harvey Oswald seine berühmten 3 Schüsse ab. Nach dem Warren Report verfehlte der erste Schuss die Limousine. Der zweite Schuss traf Kennedy oberhalb der Schulter, fast in den Nacken. Diese Kugel richtete eine Menge Schaden an, denn sie durchbohrte Gouverneur Connolly an 3 Stellen. Oswalds dritte Kugel traf schließlich den Kopf von JFK. Oswald schoss also von hinten auf die sich von ihm entfernende Limousine. Nach den Schüssen wischt Oswald das Gewehr offensichtlich ab, denn später hat die Polizei große Mühen, auch nur einen Fingerabdruck dort zu finden. Oswald rennt mit dem Gewehr auf die andere Seite des leeren Saals und versenkt die Waffe hinter einer Reihe aus Kartons. Er stürmt in das Treppenhaus und rennt 4 Stockwerke tiefer, wo sich die Cafeteria befindet. Draußen vor dem Gebäude bricht inzwischen ein Pandemonium aus. Menschen rennen in alle möglichen Richtungen, während die restliche Autokolonne noch immer die erschrockenen, blassen Gestalten am Straßenrand passiert. Polizisten steigen von ihren Motorrädern ab und versuchen, den Tatort zu sichern. So auch Dallas Police Officer Marion L. Baker, der eines der Motorräder entlang der Autokolonne fährt. Baker war gerade in die Houston Street eingebogen, als der erste Schuss fiel. Er bemerkt, dass oben auf dem Texas Schoolbook Depository Gebäude ein ganzer Schwarm aus Tauben erschrocken aufsteigt, was ihm irgendwie zu denken gibt. Nur Sekunden später parkt er bereits sein Motorrad vor dem Haupteingang, wo er sogleich auf den Gebäudemanager Roy Truly trifft, der sich ihm zu erkennen gibt und ihm sogleich vorschlägt, ihn durch das Gebäude zu führen. Das Erdgeschoss ist schnell überblickt, so dass beide Männer über das Treppenhaus in der nordwestlichen Ecke des Gebäudes in das zweite Stockwerk laufen. Marion L. Baker voraus und nur wenige Schritte dahinter Roy Truly. Gleich am oberen Treppenende im zweiten Stockwerk sieht Polizist Baker durch das kleine Fenster einer geschlossenen Tür einen Mann von hinten. Er folgt ihm durch die Tür und erreicht ihn nur wenige Schritte später in der Cafeteria. Der Mann ist Lee Harvey Oswald. Baker beschreibt später, dass Oswald weder außer Atem war noch besonders aufgeregt wirkte.
Doch Baker zückt dennoch seine Pistole und hält sie Oswald an die Brust. Nur eine Sekunde später erreicht ihn Roy Truly, den Baker sogleich befragt, ob denn dieser Mann hier arbeitet, was Truly bejaht. So dass Baker die Hand mit dem Revolver senkt und die beiden Männer rennen weiter in die höheren Etagen. Weniger als 3 Minuten nach dem Anschlag verlässt Lee Harvey Oswald das Gebäude. Die leitende Angestellte Mrs. R.A. Reed sah ihn im 2. Stockwerk mit einer Flasche Coca-Cola in der Hand. Die beiden haben eine kurze Interaktion. Mrs. Reed sagt Oswald, auf den Präsidenten wurde geschossen, doch vielleicht haben sie nicht getroffen. Oswald murmelte angeblich etwas Unverständliches zurück. Nach dem Warren Report verlässt Oswald um 12.33 Uhr das Gebäude, welches erst 5 Minuten später um 12.37 Uhr oder 12.38 Uhr von der Polizei abgeriegelt wird. Und Kritiker behaupten bis heute, dass diese Abriegelung in Wirklichkeit sehr durchlässig war. Oswald begibt sich erstmal in die Downtown-Richtung entlang der Elm Street, wo sich an der Kreuzung Elm-Murphy seine Bushaltestelle befindet. Er hat auf jeden Fall einen Fahrschein in der Tasche für eine Fahrt in Richtung Lakewood Marsalis. Tatsächlich kann er dort einen Bus besteigen, wo ihn Frau Mary Bledsoe sieht. Oswald hatte 6 Wochen zuvor bei ihr kurz in Untermiete gewohnt, kaum länger als eine Woche, bevor er das Zimmerchen in der North Beckley Avenue in Oak Cliff gefunden hatte. Die Dame hatte ihm nach einer Woche gekündigt und erklärte dies gegenüber der Warren-Kommission damit, dass sie ihn unsympathisch fand und ihr seine Einstellung nicht gefiel. Oswald verbringt höchstens 15 Minuten im Bus, dessen Strecke erstmal wieder zurück in die Nähe von Dealey Plaza führt, was wiederum zur Folge hat, dass der Bus immer langsamer fährt, da nun einige der Straßen von der Polizei gesperrt sind und ein gewisses Chaos sich entlang der umgebenden Straßen ausbreitet. Nach einer Weile ist es nicht einmal mehr ersichtlich, ob der Bus überhaupt seine Strecke fortsetzen wird können. Oswald verlässt den Bus und begibt sich auf die Straße, wo er schließlich ein Taxi anhält. Der Taxifahrer heißt William Whaley. Vor dem Taxi spielt sich eine kleine Szene ab, denn eine ältere Dame steckt fast gleichzeitig bei dem Taxifahrer den Kopf durchs Fenster und fragt den Taxifahrer William Whaley, ob er ihr denn nicht ein weiteres Taxi bei der Zentrale bestellen kann. Lee Harvey Oswald sagt daraufhin zu der älteren Dame, ob sie denn nicht einfach dieses Taxi nehmen möchte, und er würde schon auf das nächste warten. Doch die Dame lehnt dies ab und sagt, sie möchte gerne auf das gerufene Taxi warten. Oswald steigt ein und sagt dem Taxifahrer, er soll nach 500 North Beckley fahren. Das ist schon grob seine Adresse, aber nicht gerade vor der Haustür. Seine Vermieterin, Mrs. Johnson, sieht ihn kurz das Haus betreten. Sie sitzt gebannt vor dem Fernseher, da inzwischen die Nachricht von Kennedys Ermordung alle TV-Kanäle beherrscht. Sie spricht Oswald darauf an, doch dieser antwortet angeblich nicht und verschwindet für nur 3 oder 4 Minuten in seinem Zimmer. Als er wieder das Haus verlässt, hat er eine helle Jacke angezogen und zieht gerade ihren Reißverschluss zu. Frau Johnson kann natürlich nicht sehen, dass Oswald seinen Revolver eingesteckt hatte. Seine weiteren Schritte sind der Warren-Kommission nicht bekannt, aber ungefähr um 13.15 Uhr, also noch immer weniger als 1 Stunde nach dem Kennedy-Attentat, wird er an der Kreuzung zwischen 10th Street und Patton Avenue von mehreren Zeugen gesehen. Hier hat Oswald eine Begegnung mit dem Polizeibeamten J.D. Tippit. Tippit ist allein in seinem Polizeiauto und patrouilliert den Bereich von Oak Cliff, wohin ihn die Polizeileitstelle um 12.45 Uhr abkommandiert hatte. In den darauffolgenden Minuten wird über Polizeifunk die Suchbeschreibung eines ungefähren 30-jährigen Mannes durchgegeben, der weiß und schlank ist, etc. Tippit hält an der besagten Stelle an und ruft Oswald zu, näher zum Wagen zu kommen. Oswald wechselt mit ihm durch das offene Beifahrerfenster einige Worte. Daraufhin steigt Officer Tippit aus und beginnt, um den Wagen herumzugehen. Auf der Höhe des Vorderreifens zieht Oswald seinen Revolver heraus und feuert sämtliche Kugeln ab. Er trifft den Polizisten insgesamt 4-mal. J.D. Tippit ist sofort tot. Oswald rennt nun durch das Viertel. Nach einer Weile zieht er seine helle Jacke aus und wirft sie unter ein Auto. 8 Häuserblöcke vom Tatort entfernt befindet sich auf der Nordseite des Jefferson Boulevard das Texas Theater, ein Kinohaus. Hier sucht Lee Harvey Oswald Zuflucht.
Beim Betreten des Kinos wird er von der gegenüberliegenden Seite der Straße von dem Schuhhändler Johnny Brewer gesehen, der den fremden Mann auf der anderen Straßenseite verdächtig findet. Zu diesem Zeitpunkt fahren bereits Autos mit Sirenen das Jefferson Boulevard auf und ab. Der Schuhhändler geht sogar zum Kino rüber und fragt die Eintrittskartenverkäuferin Julia Postel, ob der Mann denn eine Eintrittskarte gekauft habe, was sie verdutzt verneint. Während Brewer in die Lobby des Kinos geht, auf der Suche nach dem unbekannten Mann, ruft Julia Postel die Polizei an. Um 13.45 Uhr umstellen bereits über 15 Polizisten das Kino. Nach einer kurzen Rangelei im Kinosaal wird Oswald verhaftet. Vor dem Kino haben sich inzwischen ganze Trauben aus Menschen versammelt. Die Situation ist chaotisch. Es ist auch ein Pressefotograf da, der einige der berühmten Fotos von Oswald schießt, während er ramponiert und mit einem blauen Auge aus dem Kino geführt wird. Lee Harvey Oswald verbringt 1,5 Tage in Polizeigewahrsam. In dieser Zeit wird er mehreren Zeugen in Gegenüberstellungen vorgeführt, in einer Reihe zusammen mit anderen Männern. Die meisten Zeugen identifizieren ihn. Es finden auch umfangreiche Verhöre statt, von denen leider erstaunlich wenig bekannt ist. Und Oswald wurde 2 Paraffintests für Schmauchspuren unterzogen, einen an den Händen und einen an der Wange. An den Händen erweist sich der Test als positiv, an der Wange als negativ. Oswald bestreitet jegliche Beteiligung an den Morden und bestreitet auch jemals ein Gewehr gekauft zu haben. Als man ihm am Abend des nächsten Tages und nochmal in den frühen Stunden des Sonntags die berühmten Fotos zeigt, welche nur kurz davor von den Polizisten gebracht wurden, die die Garage von Ruth Payne durchsucht haben, bestreitet Oswald, die Fotos jemals gemacht zu haben und bezeichnet sie als fotografische Fälschungen. In all der Zeit wird Oswald oft von einem Teil der Polizeistation zu einem anderen geführt. Im Gebäude selbst herrscht Chaos, da zahlreiche Journalisten sich in den Korridoren aufhalten. In dieser Situation ruft Oswald seine berühmten Worte aus: I'm just a patsy. Ich bin nur ein Sündenbock. In ihrem Bericht druckte die Warren-Kommission sogar einen Lageplan der Polizeistation ab, als Kommissionsausstellungsstück 2175, wo die Bewegungen grob eingezeichnet sind. Anfangs wurde Oswald in einem der Büros festgehalten, während alle auf die Rückkehr von Captain Fritz warteten, der sich zu dem Zeitpunkt noch immer im Texas Schoolbook Depository befand, wo inzwischen eine Ermittlung auf Hochtouren lief. Oswald wurde daraufhin in Captain Fritz' Büro gebracht, wo er sich die meiste Zeit aufhielt. Der Warren Report widmet ganze Seiten dem Chaos, das sich zwischen den Etagen der Polizeistation abspielte. Gleichzeitig mischten sich unentwegt FBI-Agenten und Mitglieder des Secret Service dazwischen. Der Secret Service Agent Forrest V. Sorrells sagte später aus, es sah für ihn eher so aus, als ob die Fernsehleute und die Zeitungsfritze den Laden übernommen hätten. Um dem entgegenzuwirken, hatte man bereits Freitagabend Oswald im Versammlungsraum der Polizeistation erlaubt, eine kurze Pressekonferenz zu halten, in der Oswald beklagte, er hätte keine juristische Vertretung und dass er nur deshalb verhaftet wurde, weil er in der Sowjetunion gelebt habe. Die Situation war allerdings sehr chaotisch und unkoordiniert. Deshalb wurde auch beschlossen, Oswald am Sonntag vormittags, fast 48 Stunden nach dem Attentat, in eine größere Polizeistation mit einer eigenen Haftanlage zu überführen. Dallas-Polizeichef Curry hatte dies am Vorabend beschlossen, erschüttert darüber, dass die Journalisten teilweise in den Gängen der Polizeistation kampierten und sich weigerten, wieder zu gehen, in der Befürchtung, dass sie etwas Wichtiges verpassen. Polizeichef Curry wollte also eine Absprache mit der Presse erreichen und versprach ihnen, dass an dem neuen Standort nicht nur mehr Platz ist, sondern dass dort eine umfassende Pressekonferenz mit Lee Oswald stattfinden würde. Ironischerweise hätte sich der neue Standort direkt an der Dealey Plaza befunden, als eines der Gebäude entlang der Houston Street, die ich in der letzten Episode beschrieben habe. Am Sonntag, kurz nach 11.20 Uhr, begann die Überführung von Oswald. Eine ganze Truppe aus Polizisten brachte ihn in die Tiefgarage, wo bereits ein gepanzertes Auto wartete. In dem Untergeschoss hatten sich eine Menge Leute versammelt. Der Warren Report spricht von über 70 Polizisten und fast 50 Reportern, viele mit laufenden TV-Kameras. Oswald wurde von Detective Lavelle am rechten Ellbogen geführt, während der linke Arm von Detective Elsie Graves festgehalten wurde. Von hier führte eine steile Auffahrtsrampe direkt auf die Main Street.
Plötzlich drängte sich jemand zwischen einem Reporter und einem Polizisten hindurch. Es war ein Mann mit einem Revolver in der Hand. Er feuerte einen Schuss in Oswalds Bauch, bevor er sogleich überwältigt wurde. Seine Identifizierung war eine Kleinigkeit, denn in dieser Tiefgarage befanden sich vermutlich ein Dutzend Leute, die ihn gut kannten. Es war der lokale Nachtclubbesitzer Jack Ruby. Jack Ruby gab später an, er hatte deshalb auf Oswald geschossen, da er über dessen Tat so entsetzt war und da er Jackie Kennedy verehrte und es ihm undenkbar erschien, dass die arme Mrs. Kennedy noch einmal nach Dallas fahren müsste, um dort vielleicht vor Gericht auszusagen. Lee Harvey Oswald verstarb im Parkland Krankenhaus am selben Ort, wo zwei Tage zuvor Kennedy für tot erklärt wurde. Alles, was ich hier nun erzählt habe, ist die offizielle Version. So ist diese Geschichte in die Schulbücher eingegangen. Und so wurde sie schließlich 10 Monate später in dem 888 Seiten langen Abschlussbericht der Warren-Kommission abgedruckt. Das war es also. Ein schöner, kurzer Podcast, 3 Episoden insgesamt. Und nun können wir alle abschalten und anderen Dingen im Leben nachgehen. Das Problem ist nur, dass die Dinge, die im Warren-Report stehen, nicht frei von Widersprüchen und Problemen sind. Und es gibt eben viel, das nicht drin steht. Und vieles steht drin, das später von jenen, die dort zitiert wurden, vehement bestritten wird. Dennoch kann man nun nicht einfach sagen, der Warren Report mit seinen 16.000 Seiten sei nur ein Haufen Lügen. Wäre der Report nur ein Haufen Lügen, man hätte ihn nach 10 Minuten entsprechend entlarvt. Die Sache ist allerdings komplizierter und spannender und verrückter. Allein an dem, was ich hier nun erzählt habe, kleben mindestens 1000 problematische Details dran, die einfach nicht mit dem Rest zusammenpassen. Und so bleibt dieser Fall eines der größten Rätsel der Menschheit. Und deshalb sind wir doch hier. Lasst uns also mit der richtigen Arbeit anfangen. Bis zum nächsten Mal. In the vicinity of where they took me and I've described where there was a flash of light and there was something which occurred which caught my eye in this immediate area on the embankment. And what this was, I could not say at that time, and at this time I could not. As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time, I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or a gunshot. And it sounded like it came from the left and in front of us, towards the wooden fence. And there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence between the book depository and the railroad track. Now looked up and saw a man running up this hill.